Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir zu Wir haben schon immer im Schloss gelebt von Shirley Jackson. Das Buch ist neu aufgelegt worden im Fester Verlag und kostet 19,99 Euro in dieser gebundenen Ausführung und hat ca. 250 Seiten. Ja, im Original ist es als erstes 1962 erschienen und man könnte im Grunde von einem Gruselklassiker sprechen deswegen. Ich hatte Shirley Jackson schon länger im Auge, weil ich gerne etwas von ihr lesen wollte, da andere Booktuber davon geschwärmt haben und deren Meinung ich wirklich schätze und deren Lesegeschmack auch meinem ähnlich war. Allerdings kam man an die alten Auflagen nicht so gut ran und deswegen war ich umso erfreuter, als ich gesehen habe, dass der Fester Verlag ja zwei von ihren Werken neu aufgelegt hat. Zu einem hier eben, Wir haben schon immer im Schloss gelebt und auch Spuk im Hill House, was ja auf Netflix verfilmt wurde als Serie. Die Serie habe ich schon gesehen und die hat mir auch sehr gut gefallen, was mich natürlich auch auf die Buchvorlage neugierig gemacht hat. Aber ich habe mich zunächst entschlossen, dieses Werk zu lesen, von dem ich noch gar nichts wusste. Und ich habe es als Rezensionsexemplar beim Fester Verlag angefragt und bekommen. Also vielen lieben Dank an den Verlag, auch für dieses liebevolle Verpacken des Buches, wie es hier bei mir angekommen ist. Es war in total schönen, edlen Seidenpapier, schwarzen Seidenpapier eingewickelt. Dann gab es so ein paar Goodies dabei, Lesezeichen, Aufkleber. Es gab Bonbons, Lolli und so ein kleines Teelichtchen in so einem kleinen Organza-Säckchen. Und was mich besonders gefreut hat, war, dass das Buch personalisiert ist, mit einem Stempel und meinem Kanalnamen versehen. Ja, da hat es umso mehr Spaß gemacht, dieses Buch jetzt in den Händen zu halten und lesen und rezensieren zu dürfen. Ja, jetzt habe ich es gelesen und jetzt möchte ich euch natürlich von diesem Buch berichten. Zunächst einmal zum Inhalt. Wir treffen hier auf die Familie Blackwood, die in einem Anwesen am Rande eines Dorfes lebt. Und es sind nur noch drei Familienmitglieder übrig. Da ist zum einen Mary Cat und Constance, das sind zwei Geschwister. Und da ist noch Onkel Julian. Der Rest der Familie wurde vergiftet. Und somit sind nur noch diese drei übrig. Das gesamte Dorf hasst diese Familie und verschmäht sie und lästert die ganze Zeit. Dadurch wollen auch die Blackwoods nicht so viel von den Dorfbewohnern wissen und ja, verschanzen sich im Grunde in ihr Zuhause und fühlen sich da auch sehr wohl. Mary Cat besonders, sie möchte den Frieden erhalten, den sie mit ihrer Schwester zusammen hat und mit ihrem Onkel. Jedoch muss sie hin und wieder, und zwar einmal in der Woche, doch in das Dorf, um halt Lebensmittel zu kaufen, aber auch um in die Bibliothek zu gehen, um sich neue Bücher auszuleihen. Und ja, da muss sie durch. Sie stellt sich im Kopf immer wieder vor, an schöneren Orten zu sein, während sie den Hass der Bewohner merkt und ihre blöden Sprüche und wenn sie gehänselt wird. Und sobald sie wieder zu Hause ist, ja, fällt ihr ein großer Stein von Herzen, dass sie wieder in sicheren Gefilden ist. Ja, so ist der Alltag, aber irgendwie erträglich. Das sind halt einmal die Woche, muss sie da durch, aber ansonsten ist alles in Ordnung für sie. Ihre Schwester verlässt das Haus gar nicht mehr. Sie bekocht die Familie, sie umsorgt sie und sie haben halt ganz viele Rituale, die sie einmal die Woche machen. Ihr Onkel Julian, der hat eigentlich nur ein Vorhaben. Er möchte Notizen machen zu dem Vorfall, zu der Vergiftung der Familie, was damals vorgefallen ist. Er recherchiert, er schreibt es auf, ist aber sehr, sehr vergesslich und auch schon sehr alt. Also er hat im Grunde eigentlich nichts anderes mehr im Kopf, außer vielleicht noch, dass er mal ab und zu von Constance bekocht wird. Und sie muss sich eher sehr um ihn kümmern, weil er sonst auch an einen Rollstuhl gefesselt ist und ja nichts anderes eigentlich alleine machen kann. Ja, aber der Frieden wird gestört von einem Cousin der Familie, der auf einmal unaufgefordert auftaucht und den ganzen Alltag von Mary Cat und Constance und Onkel Julian zerschlägt. Was genau er möchte und was er für ja, für einen Rattenschwanz an anderen Geschehnissen mit sich zieht, das erfährt man in diesem Buch. Ja, und ihr merkt schon, eigentlich passiert hier
oder scheint hier nicht sehr viel zu passieren, das irgendwie gruselig sein könnte, bis vielleicht auf, dass die Familie damals vergiftet wurde. Aber ansonsten hat das scheinbar nicht so viel Potenzial, gruselig zu sein. Und ich finde, es ist auch keine klassische, kein klassischer Horror oder keine klassische Gruselgeschichte, würde ich es nicht bezeichnen. Es ist auch keine Haunted House Geschichte, wie manche sagen bzw. manche denken könnten. Ich finde das Cover, obwohl ich das jetzt nicht hässlich finde, das Cover auch sehr, sehr irreführend, weil ich finde, es wirkt schon eher modern und als ob irgendwie ein Haus einen eigenen Willen hätte und ein Auge hier uns anblickt. Es ist zwar ganz cool gemacht, passt, finde ich, aber überhaupt nicht zu der Geschichte, weil es ist keine Haunted House Geschichte. Es geht nicht um Geister oder um übernatürliche Wesen oder übernatürliche Geschehnisse. Es hat zwar so seine unheimlichen Momente, allerdings sind das eher in den Figuren kommt das Unheimliche hinauf, von deren Handlungsweisen, und zwar von einer ganz besonderen Person, und zwar von unserer Protagonistin, das ist Mary Cat. Mary Cat berichtet aus ihrer Sicht, also in einer Ich-Perspektive, diese Geschichte. Zunächst einmal schildert sie uns eben ihren Alltag und wir lernen sie näher kennen und dann halt, wie der Alltag langsam zerbricht durch den Besuch von dem Cousin und dass dann auch der Alltag von anderen Dingen zerbrochen wird. Ja, wir lernen Mary Cat kennen und wir erfahren, dass sie 18 Jahre alt ist und dass sie eine sehr enge Bindung zu Constance hat. Was mir von Anfang an Mary Cat sehr gut gefallen hat, ist, dass sie eine blühende Fantasie hat und sich immer wieder Sachen vorgestellt hat, um in eine andere Realität reinzuschlüpfen, damit sie sich einfach besser fühlt. Sie hat sich und ihre Familie immer wieder auf den Mond gewünscht und sich dort eine heile Welt aufgebaut. Sich selber projiziert sie da auch immer wieder rein, damit sie einfach die Realität, besonders wenn sie das Dorf besucht, halt irgendwie aushalten kann. Dann versucht sie mit mehreren Ritualen ihr Zuhause zu beschützen, indem sie verschiedene Schätze, Kleinigkeiten, Dinge in dem Garten oder in den Anwesen verbuddelt. Sie heftet irgendwelche Bücher an Bäume mit Nägeln und zerschlägt Spiegel, wenn ihr irgendwas nicht passt. Besonders als der Cousin auftaucht, hat sie mehrere Rituale, um ihn zu vertreiben. Und ja, das hat mir unglaublich gut bei ihr gefallen. Und mehr und zu Anfang fand ich sie dadurch sympathisch, aber ich habe gemerkt, mehr und mehr wurde sie irgendwie so ein bisschen spooky in ihren Gedanken. Sie hat sich dann mehr und mehr vorgestellt, wenn ihr etwas nicht gefiel, dass die Bewohner des Dorfes tot wären und sie über die Leichen steigen kann. Also sie hat dann auf einmal sehr, sehr spookige, verrückte und etwas creepige Gedanken einfach, die das dann vielleicht doch ein bisschen unheimlich gemacht haben. Besonders weil nachher eben ihr Frieden gestört wurde, hat sie manches angestellt, was ein gesunder Menschenverstand nicht machen würde. Und man merkt auch, dass sie vielleicht geistig irgendwie einen Knacks weg hat. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, habe ich hier auch so eine Stelle markiert, fand ich besonders gut, weil sie wollte, dass das Haus wieder geschützt ist, hat sie sich drei Wörter ausgedacht, drei Schutzwörter, und bevor diese nicht ausgesprochen werden, ist das Haus in Sicherheit. Und wie sie das gemacht hat, fand ich so genial. Sie hat dann sich dieses Wort ausgedacht. Ich glaube, das war jetzt Fingerhut, das Wort. Sie hat es in ein Glas gesprochen, hat das Glas mit Wasser befüllt und hat es dann getrunken und somit das Wort runtergeschluckt. Und das fand ich wirklich, wirklich cool. Hat natürlich auch irgendwas Verrücktes an sich, aber irgendwie hat es in seiner Unlogik Sinn gemacht und fand ich wirklich interessant. Also die Sprache durch Mary Cat hat das Ganze total interessant gemacht. Dann war man natürlich unfassbar gespannt, wer hat denn nun diese Familie vergiftet? Warum wurde die Familie vergiftet? Und warum wird die Familie so sehr gehasst von den Dörflern? Man kriegt mit, und das steht hier hinten auch auf der
auf den Klappentext drauf, dass Constance damals beschuldigt wurde, weil sie halt ihre Familie auch immer bekocht hat, dass sie das Essen vergiftet hätte, aber sie wurde mangels Beweisen freigesprochen. Ja, aber wer das Ganze nun gemacht hat, das wird hier zwar aufgeklärt, aber viele andere Dinge leider gar nicht. Also mich hat das total weitergetrieben, weil ich wissen wollte, was damals passiert ist. Man hat immer so kleine Hinweise bekommen durch die Erinnerungsstücke von Mary Kat und hat auch immer wieder gedacht, Mensch, Mary Kat ist überhaupt nicht vertrauensselig in dem, was sie denkt, weil sie scheinbar auch irgendwie so einen Knacks weg hat. Auch Constance wirkte nicht ganz gesund im Kopf irgendwann und Onkel Julian sowieso nicht. Ja, und was steckt hinter dem? Wem kann man glauben und wem nicht? Aber leider fehlte einfach das Ende, die Auflösung in diesem Buch. Also vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Vielleicht gab es eine Auflösung, die zwischen den Zeilen mitschwang. Ich hatte zwar immer viele Ideen und auch Theorien und meinte schon, vielleicht irgendwas vorausahnen zu können, aber es wurde halt nicht aufgeklärt, warum die Familie vergiftet wurde, warum sie so sehr gehasst wird und was das Motiv des Täters war. Also es wurde eigentlich nur aufgeklärt, wer hier jemanden vergiftet hat. Und das habe ich irgendwann auch schon so ein bisschen vorausgeahnt. Fand ich nicht schlimm, dass ich es vorausgeahnt hat, weil mich noch mehr interessiert hat, warum und ja, weshalb jetzt die Dorfbewohner diese so sehr hassen. Ich meine, klar, manchmal gibt es auch einfach nicht unbedingt einen Grund, wenn Leute einfach anders sind oder wenn Leute vor jemanden Angst haben, dann entwickelt sich schnell so ein Hass. Aber ja, ich hätte gern gewusst, was damals passiert war und was jetzt mit den, ja, wie es jetzt weitergeht. Das hätte ich jetzt auch gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Aber die ersten Fragen sind mir um einiges wichtiger, weil das war ja nun mal das, worum es von Anfang an ging. Und das hat mich auch weiter angetrieben, dieses Buch zu lesen. Und ja, obwohl es mir total viel Spaß gemacht hat, in den Gedanken, in diesen verrückten und total unheimlichen Gedanken von Mary Kat zu schwelgen und ihnen zu folgen, fehlte dem Buch einfach ein Ende, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, finde ich es ein bisschen schade. Kann ich auch nicht sagen, dass es ein großartiges Highlight war. Ich kann aber auch nicht sagen, dass mich das enttäuscht hat, bis auf, dass es nicht aufgeklärt wurde, weil ich trotzdem sehr viel Spaß mit dem Buch hatte und auch war ich jetzt nicht sonderlich enttäuscht, dass es jetzt kein Gruselbuch war, weil es mit anderen Dingen aufwarten konnte. Ja, schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wenn ihr dieses Buch gelesen habt. Vielleicht habt ihr auch eine Theorie. Wenn ihr eine Theorie habt und das gerne in die Kommentare schreiben möchtet, dann tut das gerne. Bezeichnet das aber gerne als Spoiler, damit ihr andere, die das Buch noch nicht gelesen habt, nichts verratet. Ich habe zwar auch so meine Theorien, wie ihr schon gesagt habt, aber das reicht mir einfach nicht, um zufrieden zu sein mit dem Ende sozusagen. Ja, eigentlich ein bisschen schade, aber dennoch, wie gesagt, kein schlechtes Buch. Vielen lieben Dank nochmal an den Fester Verlag fürs Zusenden und ich hoffe, meine Rezension hat euch gefallen und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!